beteiligt auch Beamte der GSG 9 und mehrerer Spezialeinsatzgruppen. Stellt euch vor, dass eine Gruppe von Männern für etwa einen Drittel des gesamten Kokainhandels in Europa verantwortlich war. Diese Männer schienen unantastbar von europäischen Behörden zu sein und lebten im Ausland ungestört ihr Leben mit dem Drogengeld. Ganz wie im beliebten Filmklassiker Scarface, glaubten sie fest an das Filmzitat, dass die Welt ihnen gehörte. Doch nun haben diese Männer ernsthafte Probleme und einige von ihnen sind schon längst untergetaucht. Denn eines der Mitglieder, um das es heute im Beitrag geht, wurde zum Informanten für die Polizei und könnte Hunderte mit sich in den Abgrund reißen. Rafael Imperiale, geboren am 24. Oktober 1974, ist ein italienischer Verbrecherboss und war eine wichtige Führungsfigur der italienischen Mafiagruppe Camorra. Die Behörden betrachten ihn gar als einen der wichtigsten Drogenhändler der Camorra, der für die Mafia in Europa Milliarden verdiente. Seit Jahren stand der flüchtige Verbrecher auf der Liste der meistgesuchten Personen in Italien. Als eines der Top-Ziele von europäischen Behörden wusste der Mafiosi, dass jeder Tag, den er in Freiheit verbrachte, sein letzter sein könnte. Heute werfen wir einen Blick auf die Geschichte des Mannes, der vom Verbrecherboss zum Kronzeugen gegen seine ehemaligen Partner wird. In den 90er Jahren legte Imperiale den Grundstein für sein kriminelles Leben und seine spätere Rolle im Drogenhandel. Alles begann mit seinem älteren Bruder, der ihm einen Coffeeshop in Amsterdam vermachte. Er versorgte als scheinbar einfacher Ladenbesitzer Touristen und Einheimische mit weichen Drogen und war bis dahin bei den Behörden unauffällig. Dies war jedoch nichts weiter als eine Tarnung, denn über seinen Coffeeshop knüpfte er vor allem enge Verbindungen zu anderen Verbrechern in Amsterdam. So gelang es ihm langsam aber sicher, an die Spitze des Kokainhandels in der Stadt zu gelangen und sich mit dem Geld noch mehr Einfluss zu erkaufen. Dank diesem Einflusses war Imperiale schon damals mit einigen der größten niederländischen Drogenhändler in die ersten Kokaintransporte verwickelt. Im weiteren Verlauf der 1990er Jahre begann Imperiale immer weiter aufzusteigen in der Camorra und baute sein Kokainnetzwerk weiter aus. In dieser Zeit verdiente er Millionen und wurde zur rechten Hand eines Camorra-Oberhauptes, der direkte Verbindungen zu den Kartellen in Peru, Ecuador und Kolumbien hatte. Während eines Bandenkrieges seines Clans, dem er angehörte, beschloss Imperiale, sich mit den Feinden zu verbünden und versorgte während der Fehde die Gegenseite mit Waffen. So verschaffte ihm dieser blutige Weg noch weitere Millionen und ebnete seinen Weg bis zum Aufstieg als Boss des Clans. Nach seinem Aufenthalt in den Niederlanden verbrachte er eine kurze Zeit in Spanien und Italien, bevor er schließlich in Dubai landete, um sein Geschäft weiter auszubauen und dem Druck der Behörden zu entfliehen. Im Jahr 2016 jedoch geriet er weltweit in die Schlagzeilen, als die italienische Polizei in einem kleinen Haus in der Nähe von Neapel einen Safe fand. Der Safe enthielt zwei Van Gogh-Gemälde, die 2002 in Amsterdam gestohlen wurden und mit Raffaele Imperiale in Verbindung standen. Die Polizei begann daraufhin ernsthafte Ermittlungen in seinem Leben anzustellen, was dem Camorra-Boss nicht lange verborgen blieb. So machte er etwas Einmaliges in der Geschichte der Mafia und schrieb einen 6-seitigen Brief an die italienische Strafverfolgung, in dem er den weltweiten Drogenhandel zugab und den Behörden anbot, 13 Villen, 10 Häuser, Land und Grundstücke sowie hochwertige Fahrzeuge als Entschädigung auszuhändigen. Der Verbrecherboss wurde mit den Worten zitiert: "Dies wird der Gemeinschaft zugutekommen und kann zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens im Land verwendet werden." Ein berüchtigter Mafia-Boss bekannte sich des Drogenhandels schuldig und gab freiwillig Vermögen ab, um das Verbrechen im Land zu bekämpfen. Es war so absurd wie einmalig in der Geschichte der italienischen Mafia und ließ die alte Garde von Mafiosi vor Wut schäumen, doch ihr Einfluss war längst Geschichte gewesen. Der immer noch in Dubai lebende Imperiale bekannte sich zwar schuldig, aber hatte er nicht die Absicht, sich zu stellen oder den Drogenhandel tatsächlich zu beenden. So wurde er 2016 zur Fahndung ausgeschrieben und zu einer Haftstrafe von 18 Jahren verurteilt. Später wurde die Strafe durch einige unklare Entscheidungen in einer höheren Instanz auf 8 Jahre reduziert. Die italienischen Ermittler vermuteten den Verbrecherboss schon damals in Dubai, hatten sich jedoch bei den Behörden der Emirate vergeblich um seine Auslieferung bemüht.
Doch Imperiale hatte größere Pläne und schloss sich einer Gruppe von internationalen Drogenhändlern an, um eines der größten Kartelle von Europa zu bilden. Ungewöhnlicherweise arbeiteten mehrere große Drogenbosse eng zusammen, um noch mehr Kokain zu schmuggeln, anstatt sich zu bekriegen um die Routen. Sie bündelten ihre eigenen Ressourcen und Netzwerke und wurden später zum sogenannten Superkartell, das ein Drittel des gesamten Kokainhandels in Europa kontrollieren sollte. Sie hatten auch direkten Zugriff auf peruanisches Kokain, da jedes Gramm fast ausschließlich an das Bündnis verkauft wurde. Die amerikanischen Behörden und Geheimdienste betrachteten die Gruppe damals als eines der 50 größten Drogenkartelle der Welt. Die weiteren Mitglieder des Kartells waren Daniel Kinahan, ein mutmaßlicher Gangster aus einer der bekanntesten irischen Verbrecherdynastien, auf den Behörden eine Belohnung von 5 Millionen Dollar ausgesetzt haben. Redouane Taghi, ein marokkanisch-niederländischer Unterweltboss und ehemaliger Kopf der Mokro-Mafia, die zeitweise den Schmuggel zwischen Afrika und Europa völlig unter Kontrolle hatten. Bis zu seiner Verhaftung galt Taghi als größter Drogenhändler der Niederlande. Und schließlich Edin G., ein bosnisch-niederländischer Verbrecher und Drogenhändler, der ebenfalls in Dubai verhaftet werden konnte. Normalerweise kämpften diese Größen der europäischen Unterwelt gegeneinander um Handelsrouten und Anteile an Märkten, doch diese Allianz wollte alles ändern. Fast alle von ihnen lebten in Dubai und genossen ein unbehelligtes Leben fernab von europäischen Behörden. Rafael Imperiale soll Berichten zufolge in Dubai monatlich über 400.000 Euro für seinen Lifestyle ausgegeben haben. Tatsächlich wurde nach seiner Verhaftung von den Behörden bekannt gegeben, dass er während seiner Flucht in nur 3 Monaten um die 7 Millionen Euro ausgab. Währenddessen wurde EncroChat, einer der größten verschlüsselten Dienste von Behörden, geknackt, wo man tausende Nachrichten von Imperiale und den anderen fand, die sie verschickt hatten. In den Nachrichten ging es um die Preise von Kokain und das Organisieren von tonnenschweren Lieferungen. Diese Veröffentlichungen erhöhten den Druck auf die lokalen Behörden in Dubai, da der Blick der Weltöffentlichkeit nun auf ihnen war. Am 4. August 2021 wurde Imperiale schließlich im Rahmen einer internationalen Operation in Dubai verhaftet, nachdem er mehrere Jahre auf der Flucht war. Bei der Durchsuchung seiner Residenz unter dem Decknamen Antonio Rocco stieß die Polizei auf hohe Bargeldsummen, wertvolle historische Gemälde, Schmuck und mehrere Reisepässe. Nach 5 Monaten in einem Gefängnis in Dubai wurde der Mafia-Boss im März 2022 an Italien ausgeliefert. Dubai galt lange als sicherer Hafen für Verbrecher, da das Emirat keine Gefangenen an andere Länder auslieferte und nur wenig Ermittlungsarbeit bei kriminellen Aktivitäten leistete. Dadurch fühlten sich Verbrecher oft unantastbar. In den letzten Jahren versucht Dubai jedoch, sein Image zu ändern und unternimmt nun große Anstrengungen, um Kriminelle aufzuspüren und an ihre Heimatländer auszuliefern. Viele der weltweit bekanntesten Verbrecher, die sich in Dubai sicher fühlten, wurden inzwischen festgenommen. Nach seiner Auslieferung von Dubai nach Italien hat wohl niemand seiner Verbrecherfreunde erwartet, dass Imperiale mit den Behörden kooperiert und gegen sie aussagen würde. Es ist unklar, welche Vereinbarung er genau mit den italienischen Staatsanwälten traf. Jedoch hat Italien strenge Anti-Mafia-Gesetze und Mitglieder, die mit der Mafia in Verbindung stehen, bekommen extra strenge Haftbedingungen und werden in Einzelhaft gehalten. Dies war wahrscheinlich unattraktiv für Imperiale, der 400.000 Euro im Monat ausgab, und so entschied er sich, mit den Behörden zu verhandeln. Angeblich hat der Mafia-Boss den Behörden alles gegeben, was er wusste. Die Aussagen von Imperiale könnten auch für den Prozess gegen den Kopf der Mokro-Mafia Redouane Taghi in den Niederlanden wertvoll sein, der es durch den Handel mit Kokain zum Milliardär gebracht haben soll. Er galt als Zielperson Nummer 1 der niederländischen Behörden und war der meistgesuchte Drogenhändler des Landes, bis zu seiner Festnahme, die ebenfalls in Dubai stattfand. Bislang hat Rafael Imperiale bereits 4 umfangreiche Aussagen vor Staatsanwälten gemacht, aber niemand weiß genau, was er gesagt hat und wer alles betroffen sein könnte. Wird Imperiale seine ehemaligen Partner verraten, um eine mildere Strafe zu erhalten, oder wird er sie schützen und unwichtige Leute ans Messer liefern? Nur eins ist sicher: Vom einstigen Mitglied eines der größten Drogenkartelle der Welt ist er nun zum Kronzeugen geworden, der vor Gericht gegen seine ehemaligen Geschäftspartner aussagen wird.